Kommen und Gehen auf der Kinderstation. Bürokauffrau Jasmin ist mit Töchterchen Toni hier, um ihrer Nichte einen Krankenbesuch abzustatten. Aber ein unaufmerksamer Moment genügt und das einjährige Mädchen wird selbst zur Patientin. Oh nein. Was passiert? Oh, ja, die hat irgendwie was. Hallo, Mäuschen. Abschürfungen hier. Können Sie uns vielleicht nachschauen, ob da vielleicht was. Nicht, dass da irgendwas Ernstes vielleicht ist. Auch das Beste ist, wir gehen einmal kurz ins Untersuchungszimmer, da kann ich am besten gucken. Ja? Ach Mensch, jetzt lasse ich dich eine Sekunde allein. Ich konnte der Mutter direkt ansehen, dass sie ein schlechtes Gewissen hat. Kinder stürzen aber nun mal, das ist ganz normal. Egal wie man aufpasst, lässt man ihnen kurz aus den Augen, sind sie schon gestürzt. Auf jeden Fall stellte sich heraus, dass dann so ein einfaches Spielzeug doch wohl ganz schön gefährlich sein kann für Kinder. Wie ist das denn passiert? Ja, wahrscheinlich mit dem Laufen, der Wagen gerade eben. Aber ja, hier ist auch eine Beule, ne? Das ist gestern passiert. Ja, gut. Ist mit dem Laufleinwagen ist sie jetzt alleine da rumgelaufen oder wie ist das Gefühl? Ja, aber jetzt eine Sekunde gerade eben. Ja, okay. Na gut, das ist natürlich nicht ungefährlich. Oh. Vielleicht kannst du den noch mal holen und ich bräuchte noch mal Pflaster. Wir machen hier ein kleines Pflaster. Lauflernwagen können Kinder, die noch nicht selbstständig laufen können, bei der Lauflernentwicklung schon unterstützen. Sie können sich daran hochziehen und das Gleichgewicht so dann auch besser halten. Allerdings birgt das auch Gefahren in sich, weil eben der Aktivitätsradius ja vergrößert wird und das Kind so schnell, wenn es nicht beaufsichtigt wird, eben in gefährliche Situationen kommen kann. Außerdem sind die Kinder oft koordinativ noch gar nicht in der Lage, eben solche Strecken zu laufen, die ihnen dieser Lauflernwagen dann ermöglicht. Von daher sind sie sehr schnell überfordert. Gefährlich ist es natürlich einerseits, dass sie damit kippen und dass sie natürlich zum Beispiel auch gerade in unebenem Gelände weiterlaufen können oder, was am häufigsten natürlich passiert, auch an Treppen. Ne? Da haben wir schon wirklich richtig schlimme Unfälle gehabt, dass die Kinder dann eben mit dem Wagen ganz schnell laufen konnten, eben deutlich schneller, als wenn sie alleine zu Fuß unterwegs sind, ohne Sicherung. Und dann geht das eben ganz schnell die Treppe hinunter. Also da muss man sehr gut aufpassen. Und auch so, wenn sie schneller ins Laufen kommt und sie ist noch nicht ganz sicher auf den Beinen, ist es einfach ein Gefahrenrisiko. Ja, am besten ist, man lässt den Kindern einfach die Zeit. Okay, also übers Krabbeln, übers selber Aufstehen, über die ersten Schritte laufen. Man muss auch Laufen ja gar nicht üben. Ne? Man muss auch nicht so mit den Kindern an den Händen laufen lernen. Das machen die alles in der richtigen Zeit, die eben für sie passt, je nach Entwicklungsstand. Lauflernhilfen oder Lauflernwagen sind relativ problematisch zu sehen. Gerade die Lauflernhilfen, in die Kinder hineingesetzt werden, wenn sie noch nicht laufen können, sind äußerst gefährlich und sollten keinesfalls benutzt werden. Die Lauflernwagen sind für Kinder, die selbstständig laufen können, sind sie ein nettes Spielzeug und können dann auch gut benutzt werden. Zuvor sollte man es nur sehr eingeschränkt und nur unter Aufsicht der Eltern benutzen, da die Kinder einfach koordinativ ganz anders laufen lernen und im Grunde genommen dann zweimal laufen lernen müssen. Ich glaube, dann darfst du da auch wieder runter. Wie gesagt, solange sie die Hand am Wagen haben und dabei sind, ist da auch nichts dran auszusetzen, nur nicht alleine unbeaufsichtigt alles fahren lassen. Wird so gemacht. Vielen, vielen Dank. Nach der kleinen Aufklärungsstunde über den sicheren Umgang mit Lauflernwagen wird sich Kinderärztin Dr. Magda Kauderbach nun um die 12-jährige Sophie kümmern, die von ihrem Hockeylehrer begleitet wird. Die Verbindung der beiden soll später noch für Irritationen sorgen. Ist mit der Mutter oder den Eltern? Ja, ich habe sie auf jeden Fall angerufen. Ja. Die ist auf dem Weg, die kommt hier hin. Mhm. Ich will sie begleiten, solange die Mutter ist. Das ist in Ordnung, solange kommen sie gerne mit rein. Ja, super, danke. Dann ist sie nicht so alleine, ne, bis deine Mama kommt, ja? Okay. Ein von der Notaufnahme. Soll ich dir helfen auf die Liege? Nee, geht schon. Schaffst du? Wirklich? Und das ist ein bisschen Okay, komm mal her, pass mal auf. Dann helfen wir dir mal. So, ich muss die erstmal gleich ein bisschen untersuchen, aber das Beste ist, du setzt dich erstmal da drauf. Sophie war ja nach dem Sturz auf dem Hockeyfeld in der Notaufnahme versorgt worden. Da es aber völlig unklar war, weshalb sie gestürzt war, wurde sie zur weiteren Diagnostik auf unsere Station überwiesen. Ich habe zunächst die üblichen Blessuren gesehen und angenommen, dass es sich um einen üblichen Sportunfall gehandelt hat. Der Trainer berichtete dann aber von einigen Merkwürdigkeiten. Ich bin einfach gestolpert. Mhm. Beim Hockeytraining gestolpert, ist sie denn vielleicht mit jemandem zusammengeprallt? Nein, absolut nicht. Das Gelände war eben. Sie lief auf einmal, fiel sie runter. Ich wusste nicht, was da passiert ist. Ja. Und ja, ich war total auch eigentlich überrascht darüber. Mhm. Okay. Mhm. Also, schwindelig gewesen ist ja nicht. Schwarz vor Augen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Du warst bis jetzt ganz fit, bist du zum Training gegangen. Vorher hast du dich auch ganz wohl gefühlt. War gar nichts gewesen, ja? Okay. Die äußeren Blessuren sind nur die Folgen des Sturzes. Wichtiger ist es, herauszufinden, warum die kleine Hockeyspielerin überhaupt auf ebener Strecke und ohne Gegnerkontakt hingefallen ist. Die erfahrene Kinderärztin kann zunächst keine Auffälligkeiten feststellen.
Pass mal auf, jetzt versuch nochmal, wenn du das Bein so drehst, tut das weh? Okay, mach mal ganz langsam runter. Schauen wir nochmal hier. Das leg mal wieder hin. So. Wie ist das hier? Lass mal ganz locker. Das geht gut, ne? Da ist nichts gut. Okay, Sophie, das finde ich schon ein bisschen komisch. Du hattest ja eben gesagt, das tut gar nicht so weh. Und jetzt hast du so starke Schmerzen an der Seite. Und es ist so empfindlich, schon wenn ich hier nur anfasse. Ja, eben ja auch schon. Ja, also ich denke, pass auf, wir müssen jetzt doch nochmal einen Ultraschall machen. Hallo, das genau ich bringe euch die Mutter. Hallo. Mäuschen. Hallo. Guten Tag. Mäuschen, was hast du gemacht? Je länger die Untersuchung dauerte, desto klarer wurde mir, dass Sophie mir etwas verheimlichte. Denn sie hatte so ausgeprägte Hüftschmerzen und wollte da gar nicht drüber sprechen. Also irgendwas stimmte hier nicht. Also sie hatte vor 2, 3 Tagen hatte sie Hüftschmerzen. Und ja. Ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe ihr ausdrücklich gesagt, du gehst bitte nicht zum Hockeytraining, damit, weil sie sich schonen soll, ja. Weil sie auch Schmerzen hatte. Und jetzt bist du doch zum Training gegangen. Wir haben das doch verabredet, Schatzi. Du hältst dich doch sonst an alles. Ja gut, ich denke, da müssen wir jetzt erstmal schauen, was da überhaupt mit den Hüftschmerzen, was es da auf sich hat. Ich mache jetzt erst erstes mal einen Ultraschall. Sie können ja gerne dabei bleiben, das geht schnell. Hüftschmerzen an sich sind keine Diagnose, sondern ein Symptom. Dem muss halt näher nachgegangen werden. Häufig kann es sich einfach nur um Wachstumsschmerzen handeln, die harmlos sind und schnell von alleine wieder vergehen. Allerdings kann es sich auch um ernsthafte Erkrankungen wie Kinderrheuma oder auch um Morbus Pertes, eine entzündliche Knochennekrose im Hüftkopfbereich, handeln. Hierzu benötigten wir weitere Untersuchungen, um eben dann zur Lösung des Falles zu kommen. Ja, aber da sieht man schon, dass sich da im Bereich des Hüftkopfs zeigt sich ein Erguss. Ne? Also da ist auf jeden Fall, die Hüfte ist nicht ganz in Ordnung. Also da müssen wir noch weitere Untersuchungen durchführen. Was bedeutet Erguss, weitere Untersuchungen? Also Erguss bedeutet, im Hüftbereich ist Flüssigkeit. Das kann durch eine Entzündung bedingt sein. Kann das irgendwas Schlimmes sein? Also ich mache mir da jetzt wirklich Gedanken, ja. Weil ihre Cousine, ja. Bei der ist Kinderrheuma diagnostiziert okay. worden. Und die hatte auch ständig Gelenkschmerzen, konnte sich nicht richtig bewegen. Und ich habe jetzt wirklich Angst, dass das bei ihr auch irgendwie sowas sein könnte. Ja, gut. Also im Moment kann ich da eine hundertprozentige Diagnose jetzt noch nicht stellen. Es ist nur so, dass auf jeden Fall im Hüftbereich ist eben was Auffälliges zu finden. Und wir müssen da auf jeden Fall noch weitere Untersuchungen durchführen. Bitte meld mal ein MRT bitte an. Wir warten jetzt mal die Entzündungswerte im Blut ab und dann müssen wir mal weiter gucken. Aber Mensch, bist du dann trotzdem immer zum Training gegangen, obwohl deine Hüfte schon wehtat? Ja, also wir spielen ja bald und ich wollte keine Trainingsstunde verpassen. Und als ich gestürzt bin, hat Björn aber sofort den Krankenwagen gerufen. Ach Mäuschen. Okay. Der kümmert sich so gut um mich. Danke, dass Sie hier sind. Das ist nicht selbstverständlich. Doch, absolut selbstverständlich. Ja. Also wie gesagt, ich als Trainer, ich habe die Fürsorgepflicht, absolut. So. Ja, ich muss aber auch dann langsam gehen. Nein, also, Björn, bitte. Klar, selbstverständlich. Ja, aber, Liebchen, ich kann doch nicht bleiben. Ich bin aber so sicher, wenn Sophie. Ja, ich weiß, aber ich habe die Vorstandssitzung. Ich würde liebend gerne kommen. Ich weiß, du bist meine beste Spielerin. Ja, aber ich muss wirklich gehen. Mäuschen, es reicht jetzt auch. Es ist total lieb, dass er schon so lange geblieben ist. Es ist gut jetzt. Ich muss wirklich gehen, ja. Ich verstehe also, das. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Noch mal. Halten Sie mich bitte am Laufenden, auf weil das ist sehr, Fall. Sehr wichtig Vielen für Dank. Mich. Und für dich, ne? Alles Gute, okay? Was auffällig war, dass Sophie ganz begeistert von ihrem Trainer war und sich sehr gefreut hat, dass er sie gebracht hat und er sollte sie auch gar nicht verlassen, nachdem die Mutter dann gekommen war. Und ich hatte vermutet, dass sie wahrscheinlich so ein pubertierendes Schwärmen für den Trainer entwickelt hat. Kommen Sie im Moment hier nochmal mit mir mit. Wir können ja dann warten. Ich bin gleich da, noch draußen. Okay. Ja, Mama, du wartest draußen auf dich. So, dann können wir uns hier gerade noch kurz sprechen. So, wir können auch schon direkt los, ja? Niemand hat mitbekommen, dass Sophie heimlich das Handy ihres Hockeytrainers Björn eingesteckt hat. Während die Schülerin in der Radiologie ist, füllt ihre Mutter schon mal den Patientenbogen aus. Wenig später liegen der Ärztin bereits die Untersuchungsergebnisse vor. Und der Trainer vermisst inzwischen sein Smartphone. Okay. Was denn? Ketterer? Ja, Johanna Ketterer hier. Genau. Die Mama von Sophie, genau. Ja, ich glaube, meine Tochter hat das eingesteckt, Herr Pfeiffer. Wir sind noch im Krankenhaus. Genau. Ja, dann können Sie es dort auch direkt abholen. Kommen Sie vorbei, ja? Super, tut mir total leid. Alles klar. Bis gleich. Danke Ihnen. Tschüss. Also war das jetzt das Handy von Herrn Pfeiffer? Ja. Okay, gut, wie ist das da? Du musst es eingesteckt haben, irgendwie. Gut, das können wir gleich mal fragen. Also müssen wir gleich mal aufklären, kann er nicht. Das macht sie normalerweise nicht. Ich habe auch nichts mitbekommen in dem Raum, dass irgendwie
das Handy da. Ja, es war auch schon ein bisschen auffällig, ne, dass ihre Tochter war ja schon ein bisschen am Schwärmen für ihn. Weiß. Ne? Ich weiß. Also ich glaube, sie findet ihn schon sehr toll. Ja, das ist auch meine Vermutung. Das geht zu Hause auch die ganze Zeit so. Oh, okay. Der Björn ist so toll und ich will unbedingt zum Training und keine Ahnung. Also mir ist es auch schon aufgefallen, aber ist ja auch irgendwie normal in der Pubertät, denke ich mir. Aber das geht das gar nicht. Ja, vielleicht kann sie das ja auch erklären. Ja. Hallo Sophie. Hallo. Mäuschen. Ich hab das in deiner Tasche gefunden. Dankeschön. Das hat Björn, glaube ich, vergessen. Oder so. Und warum ist das in deiner Tasche? Weiß ich nicht. Irgendwie muss es ja da reingekommen sein. Er hat es vergessen, aber er hat es ja nicht in deiner Tasche vergessen. Weißt du? Also ich weiß, dass du ihn toll findest, Schatz. Und er ist auch total nett und attraktiv. Du findest ihn also nett und attraktiv? Das tut jetzt nichts zur Sache. Ich habe die Befunde jetzt. Dann können wir das alles in Ruhe besprechen. Dann gehen wir mal nach drinnen, ja? Kommen Sie am besten noch mal ins Untersuchungszimmer. Nehmen Sie die Sachen einmal mit rein. Ja. Es ist mir recht früh aufgefallen, dass die Sophie sehr begeistert von ihrem Trainer war. Und ja, Mädchen in dem Alter schwärmen halt schnell für Lehrer oder Trainer. Da habe ich mir auch gar nichts bei gedacht. Doch später sollten wir feststellen, dass viel, viel mehr dahinter steckte. Also Blutbild, Entzündungszeichen ist alles vollkommen unauffällig. Das heißt, das spricht schon mal sehr gegen Kinderrheuma, gegen eine entzündliche Erkrankung. Okay. Ich habe mich noch mal mit dem orthopädischen Kollegen kurz geschlossen und ja, wir sind eigentlich da beide der Meinung, dass es sich wahrscheinlich eher um etwas nicht so ganz Problematisches handelt. Hat sie vielleicht so vor 2-3 Wochen hat sie da einen Luftwegsinfekt gehabt oder Magen-Darm-Infekt? Sie hatte eine Erkältung vor ungefähr einer Woche, aber die war ziemlich schnell wieder weg, also nichts Starkes. Gut, das kann aber trotzdem wirklich sein. Es gibt einen sogenannten Hüftschnupfen, heißt das. Das ist eine nicht bakterielle Entzündung. Im Hüftbereich, das gibt es bei Kindern, bei etwas kleineren noch häufiger als bei der Sophie in dem Alter, aber das kann schon auch noch mal vorkommen. Der Name Hüftschnupfen bezeichnet im Grunde keine richtige Diagnose, sondern man nennt es auch Coxitis fugax. Warum es Hüftschnupfen heißt, ist wahrscheinlich so, dass diese Entzündung eben von selber nach einigen Tagen wieder vergeht. Außerdem tritt sie oft im Gefolge eines Luftwegsinfektes auf. Ja, und ganz, ganz wichtig, also schon und mindestens 2 Wochen kein Sport. Was? Das geht nicht. Ach, wieso, warum geht das denn nicht? Ich muss zum Training. Warum? Sonst sehen Mama und Björn sich nicht, dann geht der Plan nicht auf. Was für ein Plan? Was? Hä? Was ist los mit dir? Hallo? Ja, hallo, ich bin wieder da wegen dem Handy. Hallo. Ja, hi. Was für ein Plan? Hä? Sophie? Seid ihr denn schwer vom Begriff? Ich wollte Mama und Björn verkuppeln. Weil die so gut zusammenpassen und Mama hat es einfach so verdient, einen Freund zu haben. Und sie hat gesagt, der ist nett und attraktiv und ich finde den auch toll. Oh. Ja, ich wusste davon nichts. Ich weiß, sorry. Oh, das ist aber süß, hör mal von ihr. Maus. Wir hatten die ganze Zeit vermutet, dass die Sophie sich in ihren Trainer verliebt hat. Ja, da steckt da was ganz anderes hinter. Sie hatte nämlich vor, ihren Trainer und ihre Mutter zu verkuppeln. Und wenn sie halt nicht zum Training gehen kann, ja, dann sehen sich natürlich die Mutter und der Trainer nicht. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen fahrlässig, so zu handeln. Sie hätte der Ärztin direkt sagen müssen, was sie für Beschwerden hat. Denn sowas kann auch wirklich mal nach hinten losgehen. Dann könnt ihr wieder gewinnen, wenn du wieder fit bist. Ja, so machen wir das, ne? Du nimmst noch die Medikamente ein. Oh. Ja, also ich denke, das könnten wir auf jeden Fall hinkriegen. Total. Ja, beim Kaffee vielleicht? Gerne. Ja, ja. Schön. Können wir gerne super. Machen. Super. Na, also super. Ja. Hat dein Plan ja geklappt. Okay, und jetzt musst du noch wieder gesund werden. Aber das kriegen wir auch hin. Sophie durfte die Klinik noch am selben Tag verlassen. Nach einer 2-wöchigen Sportpause war die 12-Jährige schließlich beschwerdefrei und konnte wieder Hockey spielen. Mutter Johanna und Trainer Björn hatten mittlerweile ihr erstes Date und weitere sollen folgen.